Verehrter Herr Minister, Herr Senator, Herr Oberbürgermeister, verehrter Herr Gastgeber, lieber Herr Firmbach, meine Damen und Herren, liebe Gäste. Wer sich unbeliebt machen will, so heißt es, der beginnt seine Rede mit einer Zahl. Wer sich noch unbeliebter machen will, beginnt sie mit einer Mahnung. Ich werde beides tun, denn beides ist notwendig. 140 öffentlich getragene Stadttheater, Staatstheater und Landesbühnen, rund 200 Privattheater, 130 Opern, Sinfonie, Kammerorchester, etwa 80 Festspiele, 600 Gastspielhäuser ohne festes Ensemble, über 400 Tourneetheater, Gastspielproduzenten ohne festes Haus und dazu eine, Sie wissen es, unübersehbare Zahl an freien Gruppen. Das alles jährlich besucht von Millionen Zuschauern aller Altersgruppen. Das ist der Stand. Besser, das war der Bestand an deutschen öffentlichen und privat getragenen Theatern und Orchestern im Dezember 2020. Diese Inventur lässt sich nicht nur, aber auch als Bilanz des Deutschen Bühnenvereins lesen, als ein Verdienst, wenn Sie so wollen, von 175 Jahren Ihres Wirkens. Denn diese einzigartige Vielfalt der deutschen Theater- und Orchesterlandschaft, ihr Angebot zu erhalten, zu fördern, zu pflegen, das ist das erklärte Ziel und das steht im Mittelpunkt der Arbeit des Deutschen Bühnenvereins. 430 Mitglieder, Stadt- und Staatstheater, Opernhäuser, Privat- und Landesbühnen, Rundfunkgesellschaften, alle zusammen, das ist der Bühnenverband. Es ist eine stolze Bilanz. Und so würde sie auch aufgenommen, läge nicht, ja läge dann nicht inzwischen ein Jahr der Pandemie hinter uns, das jede Planung hat zur Makulatur werden lassen, jede Kalkulation zunichte gemacht hat. Mit welch stolzer Zufriedenheit könnte ein Bundespräsident diese Bilanz vortragen, hätte nicht ein Virus einen Strich durch wirklich jede Rechnung in den letzten 15 Monaten gemacht. Wir haben es eben gehört, es sind ja nicht nur die Theater und Orchester unseres Landes, es sind die Menschen, die für sie stehen, die Schauspielerinnen und Schauspieler, Regisseurinnen und Regisseure, Festivalleiterinnen und Festivalleiter, Musikerinnen und Musiker, Sängerinnen und Sänger, die Bühnenbildnerinnen und Bühnenbildner, Requisiteurinnen und Requisiteure, Beleuchterinnen und Beleuchter, Tontechnikerinnen und Tontechniker und so viele, viele andere mehr. Es ist Ihre Erfahrung, Ihr Können, Ihr Engagement und Ihre Leidenschaft. Und es ist dieser Reichtum, wir haben es eben gehört, der in der Tat auf dem Spiel steht. Ihn zu erhalten, die Vielfalt der deutschen Theater- und Konzertbühnen und Ensembles zu bewahren, auch nach der Pandemie, darum geht es nicht nur dem Bühnenverein. Es ist ein existenzielles Interesse, nicht nur der Menschen und der vielen Berufe, die ich gerade aufgezählt habe, es ist ein existenzielles Interesse von uns allen, weil uns bei allen Höhen und Tiefen unseres Alltags, bei all den Bedrängnissen und unseren Bemühungen, von den Bedrängnissen zu befreien, eben nicht immer bewusst ist, was Kunst, was Kultur für uns bedeuten. Was wir in Konzertsälen, Theatern, Opern oder Balletthäusern erleben, sind keine austauschbaren, notfalls verzichtbaren Zugaben. Nicht nice to have. Nicht der Zuckerguss über einen Alltag, der auch ohne Kultur ganz gut zurechtkäme. Wir, das Publikum, brauchen Sie, die Regisseure, Schauspielerinnen, Musiker, Tänzerinnen und Sänger, ebenso wie Sie, Ihr Publikum. Wir brauchen Ihre Gesellschaft, weil wir als Gesellschaft nicht überleben können ohne diese Begegnung in der Kunst, ohne Austausch, ohne Miteinander,
Ja, und auch nicht ohne Kontroverse. Eine Gesellschaft hört auf zu existieren ohne diesen öffentlichen Raum, ohne ein Gegenüber in der Kunst, ohne die Entwürfe und Gegenentwürfe unseres Lebens in der Musik, in den Texten, in den Figuren des Theaters und den Films. Ohne all das sind wir gar nicht in der Lage, ein Bild über uns selbst zu machen. Kultur ist Vielfalt und Begegnung. Kultur hinterfragt, verstört, ist widerspenstig, überschreitet Grenzen. Kultur fördert das Gespräch der Gesellschaft mit sich selbst und über sich selbst. Kultur ist, ja, ich meine so, wie ich sage, Grundbedingung für Demokratie. Kultur und Politik, Theater und Publikum könnten sich also einig sein in ihrer Not und haben sich doch zuletzt in gallig geführten Debatten verstrickt. Wir streiten über das Für und Wider von Maßnahmen, die, wie ich finde, nur hilfsweise umschrieben sind mit dem Begriff Corona-Politik. Für die Theater- und Konzerthäuser bedeutet das, wie für viele andere, ein zähes Ringen um Hygienekonzepte, um das Öffnen oder Schließen von Spielstätten, um Existenzen, um Zukunft. Die Politik, die muss entscheiden, regeln, verantworten, legitimieren. Und sie tut das seit einem Jahr, wie sie es eben vermag in der Pandemie. Fehlbar und kritikwürdig. Doch mein Eindruck, sie hat ihre Fehlbarkeit, anders als oft behauptet wird, auch nur selten bestritten. Sie hat nicht vorgegeben, die Situation zu jeder Zeit beherrschen zu können, im Griff zu haben. Sie hat im Gegenteil erkennen lassen, dass ihr ein Virus und seine Mutationen regelmäßig in die Regie pfuschen. Und zwar so lange, bis diese Pandemie unter Kontrolle ist. Ich finde ein weiteres. Ich finde, der Deutsche Bühnenverein hat diese Priorität erkannt. Es geht darum, die Kontrolle wieder zu erlangen, damit nicht noch mehr wertvolle Zeit verstreicht. Mit Recht verlangt der Bühnenverein deshalb aber auch eine klare Öffnungsperspektive, denn es wird ganz viel davon abhängen, wann die Theater und Konzerthäuser wieder öffnen können. Das Förderprogramm Neustart Kultur, mit dem der Bund Spielstätten in der Pandemie unterstützt, ist ja keine Kompensation für ausgefallene Spielzeit, sondern soll den tatsächlichen Neustart der Häuser begleiten. Ich bin froh, dass über die beschlossenen Maßnahmen hinaus, die Sie alle kennen, die Bundesregierung diese Woche nochmal 2,5 Milliarden Euro zur Verfügung stellt, um den so dringend benötigten Neubeginn von Kulturveranstaltungen zu beschleunigen und zu sichern. Gerade auch in einer Zeit, in der, wie heute, noch nicht alle Plätze besetzt werden können. So wird die Frage, wann, hoffentlich für viele nicht die Frage über Sein oder Nichtsein bedeuten, sondern eine Ermutigung für die schrittweise Öffnung, bis dann das ganz große Publikum in die Häuser zurückkehren kann. Ich darf Ihnen versichern, die Sehnsucht danach ist groß, meine auch. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, der Kampf gegen die Pandemie ist erschöpfend, er zerrt an den Nerven. Ein Stück, in dem ein Hamlet pausenlos die Schicksalsfrage stellt, ist auf Dauer nur schwer zu ertragen. Ich habe deshalb jedes Verständnis, glauben Sie es mir, für jede Form der Kritik, für Ironie oder was dafür gehalten wird, ja, wenn es sein muss, auch für Sarkasmus, zum Beispiel von Schauspielern, die sich dagegen wehren, dass ihnen ihre Existenzgrundlage entzogen wird. Wer mit Mitteln der Zuspitzung, der Polarisierung arbeitet, muss sich allerdings auch seinerseits mit Reaktionen und Kritik befassen. Auch mit Kritik rechnen, die ihrerseits wehtut. Was ich dagegen nicht erkennen kann, ist, lassen Sie mich es ehrlich sagen, dass in dieser Debatte Meinungen zu irgendeinem Zeitpunkt unterdrückt oder gar sanktioniert wurden,
wie manche gesagt und geschrieben haben. Es gibt eben nicht nur für jede Meinungsäußerung Szenenapplaus, das kennen Sie, und in der Politik lernt man das bei Zeiten. Wie wichtig Freiheit ist, Freiheit der Meinung wie die Freiheit der Kunst, muss ich jedenfalls dem Deutschen Bühnenverein nicht erklären, auch nicht, wie hart sie errungen und in der Geschichte dieser 175 Jahre immer wieder verteidigt werden muss. Wenn Träger und Kultureinrichtungen zusammenwirken, dann müssen auch bei ihnen Interessen abgewogen werden, Gemeinsamkeiten gefunden werden, Spielräume verteidigt werden. Und Spielräume können wir hier ganz wortwörtlich nehmen. Das ist keine leichte Übung für niemanden. Doch wer das durch fast zwei Jahrhunderte erfolgreich verstanden hat, wer sich als Verband Vertrauen erworben hat, zwei Weltkriege, eine Grippepandemie, die Teilung und Wiedervereinigung unseres Landes überstanden hat, dem kann man zutrauen, auch die Herausforderungen der kommenden Jahre zu meistern. Die Bewältigung der Pandemiefolgen für Theater und Konzerthäuser, das wird ein Kraftakt werden, zweifellos. Ein Kraftakt, der ein gemeinsamer, wie ich finde, sein muss, ein Zusammenwirken der Theater und Konzerthäuser mit dem Bühnenverein und der öffentlichen Hand. Doch eben das kann, und ich bin sicher, das wird der Bühnenverein erreichen. Der Bühnenverein, hat ein kluger Mann gesagt, ist kein Verein. Er ist eine Vereinigung von Menschen, die das Theater lieben und mit dem Theater ihre Mitmenschen erfreuen, aufregen und bilden wollen. Er ist ein Theatererhaltungsverband in Krisenzeiten, in Zeiten der Not und Zeiten des Wohlergehens. Meine Damen und Herren, ich zitiere hier einen Mann, der das qua Amt und Erfahrung besser weiß als ich, einen langjährigen Präsidenten des Deutschen Bühnenvereins, August Everding. Deshalb, liebe Gäste, meine Damen und Herren, haben Sie Vertrauen in den Bühnenverein, ich habe es auch, und haben Sie Vertrauen in die Kraft des Theaters und haben Sie Vertrauen in Ihr Publikum, bleiben Sie uns erhalten, möglichst vollzählig, wir brauchen Sie. Vielen Dank.